Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das möchte ich von euch wieder wissen, wenn ihr Komponist wärt, wenn ihr jetzt ein Glockenspiel oder ein Instrument hättet. Wie würdet ihr, beschreibt mal, wie ihr eure Musik anlegen würdet, um jetzt hier das Licht zu präsentieren. Es ist dunkel erst und dann kommt Licht. Josia. Erst ganz leise und dann auf einmal so richtig hell und fröhlich. Ich würde am Anfang erst wieder so dunkel, traurig und dann plötzlich ganz fröhlich machen. Am Anfang ist tief und dann wird es immer höher. Weil das Tiefe ist dann Dunkelheit und wenn es höher wird, kommt das Licht. Das ist so wie jetzt. Und wie machst du das? Welche Musik nimmst du? Wie ist das? Ich nehm ein bisschen tiefere Musik, dunklere Musik, also wie sagt man dazu? Keine Ahnung, wie man das. Tief ist schon mal gut. Tief und dann so ein bisschen, immer ein bisschen höher. Und steigen. Auf der Bühne, da hat man manchmal auch kurz Angst, wenn du in alle Augen reinguckst, wenn die dich alle angucken. Ich guck dann immer weg und guck nirgends hin. Ich guck immer in die Ferne. Ich habe so ein immer dann so ein komisches Gefühl im Bauch. Und ich will irgendwie dann kurz davor immer nicht richtig und will dann eigentlich immer direkt gehen. Es wäre halt auch toll, wenn ich einfach so auf der Bühne schweben würde. Also nicht richtig schweben, sondern einfach nur fröhlich, einfach ganz normal singe und dass einfach alles gut klappt. Das erste Stück, das ihr auch im Konzert singen werdet. Und jetzt darf ich euch endlich die Alevtina Prochorenko vorstellen, die hier bei uns als Stimmbildnerin uns begleitet, die dreimal uns besucht. Ich bin von der Bachakademie und komme mit euch auch ein bisschen das Stück einzustudieren. Also ich glaube, die Spannung ist sehr, sehr groß. Viele Kinder haben, glaube ich, noch nicht so viel Kontakt zur klassischen Musik gehabt. Wenn wir ausatmen, arbeitet richtig Zwerchfell. Und so singen wir auch. Bauch geht rein, geht rein, geht rein. Genau. Kurz halten. Und einatmen, fallen lassen. Super. Heute gucken wir uns ein neues Stück an. Vielleicht kennt ihr das aber auch schon. Und zwar die schäumenden Wellen und dann der breite Strom und dann der kleine Bach. Und mit euch. Rollend in schäumenden Wellen. Was machen denn die Wellen, wenn diese Melodie so klingt, wie die da jetzt klingt? Ja? Die rauschen. Ja, genau. Und zwar wirklich so hoch und runter. Ne? Das ist wie eine Welle, die sich bricht und dann sich einmal überschlägt oder so. Und so ist es auch komponiert. Am meisten singe ich zu Hause. Also viel. So manchmal deutsche Lieder und manchmal arabische Lieder. Ja, das sind so zwei Wellen. Ne? Da kommen die Berge raus. Das Schwere könnt ihr schon richtig gut. Welcher Berg ist höher, der erste oder der zweite? Romeo. Der zweite. Genau. Das können wir auch in unserer Stimme zeigen, dass wir uns denken, beim oberen, da dehnt sich der Raum in uns noch ein bisschen mehr auf. Es war am Anfang ein langes Gewöhnen an diese komische Musik. Also als ich die CD das erste Mal laufen lassen habe, die Klasse lag am Boden, weil es so lustig war, als der Solist eingesetzt hat. Ich liebe singen, war alles. Aber so eine, nicht so, aber ich mag schon seine Musik. Zum Beispiel jetzt die Höllengeister, das liebe ich am meisten.
an dieser Schule eben ganz speziell, finde ich, ist diese Gesangsfreude, also oder die Stimme einfach auszuprobieren. Und ich erlebe das oft an anderen Schulen, dass viel mehr, wie soll ich sagen, also ist das peinlich, schamhaft. Ich singe sehr oft auch unter der Dusche. Was ist der Höllengeister? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist... Also Geister sind ja was, was man nicht sehen kann, von dem man sich aber vielleicht oder viele Menschen vorstellen, dass es sie trotzdem gibt. Und die Hölle ist quasi der Ort, an dem man sich vorgestellt hat, da kommt alles Böse zusammen. Gibt's nicht, oder die Höllengeister? Also ich würde sagen, die gibt's nicht. Nee. Weil ich würde eher sagen, dass vielleicht in jedem Menschen was Gutes und was Schlechtes gibt. Wie Sie sich auch jetzt Gedanken gemacht haben über die Höllengeister, da merkt man das ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und das finde ich, dass man, ja, dass es nicht darum geht, die Töne richtig zu singen, sondern was drücke ich damit aus. Bei diesem Fluge im schnellhellesten Fluge, was könnt ihr machen, damit ihr einen hohen Ton leichter kriegt? Welche Tricks haben wir da immer? Was? So körpertechnisch. Also ja, manchmal gibt es halt so Töne, wo man sich erstmal so verändern muss ein bisschen und so in das Lied. Man muss erstmal in jedes Lied so reinkommen und sich reinversetzen, bis man es auch richtig gut singen kann. Macht nochmal alle. Dieses Ah, oh, ich freue mich. Oh, es war viel besser eben dreimal so laut. Und genauso macht es beim Fluge jetzt auch. Wobei diese anfängliche Abneigung durch die Unterstützung von den Stimmbildnerinnen von der Bach-Akademie abgebaut wurde, weil sie da gesehen haben, hey, es gibt ja tatsächlich Leute, die jeden Tag so singen und die damit noch Geld verdienen. Ja, es wäre schon cool, wenn ich dadurch irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Aber Tierärztin fände ich auch ziemlich cool. Jetzt gehe ich seit anderthalb Jahren oder so in Chor, also seit der 5. Und ja, seitdem gefällt es mir eigentlich richtig gut. Ich glaube, das wird eine ganz neue, coole Erfahrung. Es wird richtig viel Spaß machen und wir werden alle viel daraus lernen. Genau, sehr gut. Also dieses schöne nach oben singen. Stell dich das mal vor, das ist wie wenn man sich ein bisschen eigentlich verbeugt vor jemand. Ja? Es geht schon sehr weit nach oben, sehr weit nach unten, sehr schnelle Melodien. Und dadurch, dass der Carsten Gundermann auch viel Originalmusik verwendet, ist das vielleicht für die Kinder nicht immer so eingängig, wie wenn man jetzt was Einfacheres selber komponiert, sondern eben doch diese Melodien von Josef Haydn im Original mit reinnimmt. Genau, jetzt schwingt ihr euch ein. Bei dem Lied, das hilft mir mal halt sehr, dass meine Eltern da Naturschützer sind. Weil dann kann ich halt es ein bisschen mehr verstehen, dass wir nicht dann weitermachen sollen, die Natur zu beschädigen, sondern einfach halt weitermachen, die Natur zu schützen. Ich glaube, die Botschaft soll sein, dass wir auf die Welt aufpassen sollen und sie nicht immer mehr vermüllen sollen, sonst passiert irgendwann noch was Schlimmes. Alle begreifen langsam, die Natur kennt keinen Müll. Noch einmal, das war sehr schön. Und schwupps ist euer Atem doppelt so lang. Sehr schön. Eigentlich freue ich mich schon darauf. Und ich habe eigentlich keine Angst, weil mit der Klasse zu singen ist nicht so schlimm, aber alleine schon, ja, ein bisschen, ja, schon ängstlich ein bisschen vor dem Konzert. Habt ihr die 29 Mensch halte ein schon gut gesungen? Ja. Okay. Ihr singt an der Stelle, halt, Mensch, halt ein, besinne dich. Ja? Ihr wollt den Menschen aufhalten, ihr habt gerade gesungen über die Schöpfung und jetzt fängt der Mensch an, diese Schöpfung zu zerstören. Stellt euch vor,
Ihr seid ganz stinksauer auf die Frau Kraft. Ja? Und ihr schimpft mit ihr, aber ihr dürft nicht sagen, dass ihr wütend seid. Achtung! Und Menschheit, ein besinne dich! Sehr gut. Den Schlusschor, den wir gesungen haben, da kommt halt fünfmal kommt der gleiche Text auf, immer eine neue Melodie. Und dass wir das dann so hinkriegen, dass sie genau wissen, in welche Kurve sie jetzt da rein müssen und so. Dass wir da noch ein paar gute Eselsbrücken finden, damit es einfach auch gut läuft. Als ich die Noten gesehen habe, das war ziemlich hoch und das macht dann halt deine Stimme manchmal nicht mehr mit. Also man muss eigentlich bei allen Liedern das T am besten. Das hat Frau Kraft auch sehr arg betont, weil sonst hört sich das komisch an. Und sie hat gesagt, wenn man übertrieben singt, also wenn man denkt, man singt übertrieben, dann singt man richtig und die anderen können es auch verstehen. Kann einen Wald gefährden oder was ist schwer im oder was ist schwierig im Wald? Ja, du? Müll, der Borkenkäfer und Feuer. Borkenkäfer und Feuer. Das sind Sachen, die haben wir nicht in der Hand, die passieren einfach, das ist naturbedingt. Und dann gibt es halt diese großen Flächen, die da umfallen oder vom Borkenkäfer gefressen werden. Dort hinten war schon mal ein Sturm und Borkenkäfer. Vor 10 Jahren. Und dann hat man dort schon solche Bäume reingesetzt, wie wir jetzt auch pflanzen werden. Durch Mikroorganismen werden die zersetzt, durch Regenwürmer zum Beispiel. Und dann wird es Humus, fruchtbarer Boden. Ich arbeite schon so lange mit Sängern und da gibt es so ein paar ganz kleine Sachen und da denke ich immer, und eins davon ist das Wort und. Was ich im Moment höre, ist und eine. Das ist immer so, könnt ihr wirklich und ah. Das wäre so super, wenn wir wirklich ein schönes U vorher bilden und dann und ah. Wäre so klasse. Mir macht es unglaublich Freude, die Energie, die da kommt und was die auch annehmen an professionellen Singetipps, sage ich mal, mit Atem, Vokalfarben und wirklich Legato und so. Da kommt so viel zurück. Oh,
glaube einfach, dass ein Konzert ein unglaubliches Erlebnis ist an sich, dass diese klassische Musik, die Sie ja sonst wahrscheinlich nicht so hören, dass die wirklich auch einen Eindruck macht, auch diese Größe, die Bilder, auch die alte Sprache. Mit Bach bewegt singen ist es uns einerseits sehr wichtig, natürlich einen Zugang zur klassischen Musik den Kindern zu ermöglichen und andererseits auch einfach die Freude am Singen zu wecken. Und wir haben sozusagen dieses normale Format Bach bewegt singen wirklich mal 7 aufgezogen. Normalerweise hatten wir das immer nur in Stuttgart zentriert, um vor allem wirklich die Breite der Schülerschaft sozusagen zu erreichen. Und da gibt es wirklich einige, die, das sieht man ja jetzt so im Verlauf der Jahre auch, denen das so Spaß gemacht hat, dass sie das dann auch weitermachen und so weiter, also was ganz Neues in sich auch entdeckt haben. Und das ist natürlich total schön, dass wir das jetzt mit über 1000 Kindern realisieren können. Es basiert alles auf einem Kontakt mit Götz Werner, der Gründer des DM-Markt ist. Und er war nach einem Konzert mit Haydns Jahreszeiten so begeistert, dass wir ins Gespräch gekommen sind, man müsste doch etwas mit Jugendlichen machen zum Thema Josef Haydn. Und ich habe ihm dann die Schöpfung vorgeschlagen, weil mir das Werk sehr lieb und teuer ist, schon auch alleine aus dem Grund, dass es uns vor Augen führt, wie herrlich unsere Welt ist. Geschaffen wurde. Ich wollte euch noch einen kleinen musikalischen Spaß in der Partitur erklären. Ja. Da gibt es ja eine Stelle in der Bassarie, da heißt der Text, den Boden drückt der Tiere Last. Und da muss sie sozusagen so spielen, als ob das große Tier auf der Waage steht und dann die Waage richtig nach unten geht. Das klingt dann so. Wenn ihr den Ton hört, da war vorher der Text, den Boden drückt der Tiere Last. Die Gelsinger Kantorei ist ja ein Originalklang-Ensemble mit einem Originalklang-Orchester. Also wir spielen auf klassischen Instrumenten heute auch dieses Werk mit einem professionellen Chor, also ein Elite-Ensemble, kann man so sagen. Was ich liefere, ist ja im Prinzip das Kochrezept. Und das übergibt man den Dirigenten und den Musikern und dann proben die und fangen an zu kochen und dann setzt man rein und schnuppert und kriegt raus, wie es geworden ist. Und es ist an jedem Platz anders und es ist an jedem Platz immer wieder schön. Und als Komponist sitze ich ja dann auch im Publikum, meine Arbeit ist getan und lehne mich zurück und ich kenne jede Note. Und dann denkt man häufig, ach, so hättest du es dir nicht vorgestellt, ach, das ist toll geworden. Und da kommt man aus der Freude kaum noch raus. Also das ist ja jetzt schon fast 2 Jahre her und dass wir das jetzt endlich aufführen dürfen, das ist jetzt ganz toll. Meine ganze Familie kommt, meine Oma kommt. Meine Oma kommt nämlich aus der Ukraine und deswegen ist sie hergekommen wegen dem Krieg und die wohnt jetzt bei uns. Und meine restliche Familie, mein kleiner Bruder und meine Eltern. Ihr verliert euch nicht, ihr habt jetzt einfach Spaß. Wir haben ganz viel geprobt und es ist euer Moment. Und den genießt ihr jetzt einfach. Ja? Man hat jetzt so viel geübt und so viel geprobt, dass man jetzt auch unbedingt diesen Schub hat zu singen. Das finde ich irgendwie so, man muss halt jetzt einfach sein Bestes geben und singen.